Es gibt viele Untersuchungen, die zeigen, dass Überwachung notwendig ist, wenn ein Verdacht besteht. Das ist sehr wichtig in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie, dass Überwachung nur dann möglich ist, wenn jemand sich aus irgendeinem Grund verdächtig gemacht hat. Insofern muss man unterscheiden. Die Überwachung von allen, die halte ich für etwas Schlechtes. Und es hat sich gezeigt, dass die nicht besonders notwendig ist und auch nicht besonders sinnvoll. Die Überwachung von Leuten, die unter Verdacht stehen, halte ich für ein richtiges und gutes Mittel, um Kriminalität zu bekämpfen.